Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator, beziehungsweise heute eher OMSI 2, dem Straßenbahn-Simulator, denn ihr seht es schon, wir sind heute nicht mit irgendeiner Straßenbahn unterwegs, sondern mit einer historischen Straßenbahn aus Wien, mit der WVB Typ L plus I, und wir haben sogar einen Beiwagen dabei, der schaffnerlos ist. Das ist hier extra vermerkt worden, können wir uns später auch nochmal anschauen. Ich habe schon mal die Fahrgäste hier am Westbahnhof einsteigen lassen. Wir sind heute auf der Linie 1 in Richtung Hauptbahnhof auf der Map Rota unterwegs. Und ich dachte mir, ich lasse die schon mal einsteigen, aber wir haben noch ein paar Minuten bis zur Abfahrt und können uns das Modell nochmal in Ruhe anschauen. Und ihr seht schon, das ist wirklich urig eingerichtet. Das ist aus einer anderen Zeit und das sieht man hier auch an den Werbeplakaten oder auch an den Sitzen hier. Hier macht zum Beispiel Panasonic Werbung für einen neuen Fotoapparat. Schick, schick. Das ist die Zukunft. Und hier vorne noch Werbung für die Humboldt-Matura-Schule. Ja. Genau. Und ansonsten auch die Sitze ist natürlich nett. Ich meine, heutzutage sind die Straßenbahnsitze jetzt auch nicht ultra bequem. Aber verglichen mit dem, was wir hier sehen, sind sie doch glaube ich, wahre Komfortsitze. Das ist nämlich hier eine ganz andere Qualität von unbequem, die wir hier sehen. Glaube ich. Also ich bin selten mit solchen Straßenbahnen gefahren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man es da so bequem hatte. Gut, aber ist natürlich auch vielleicht nicht so gefordert gewesen. Hier vorne dann der Schaffner. Der hat, glaube ich, nicht nur Tickets verkauft, sondern ich glaube, der hatte weitaus mehr Aufgaben. Neben dem Ticketverkauf musste der, glaube ich, auch Bremsen bedienen und musste den Fahrer hier kontrollieren. Ich meine, ich habe auch irgendwie sowas gesehen. Also hier hinten steht ja extra Schaffner los. Früher gab es auch Schaffner, glaube ich, in den Beiwagen. Korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch erzähle. Steht aber, glaube ich, alles so oder so ähnlich in dem Handbuch. Sehr ausführlich beschrieben, sehr, sehr interessant zu lesen. Und früher waren, glaube ich, in den Beiwagen auch die Schaffner. Das konnte irgendwann ersetzt werden, aber man konnte keine Todmann-Vorrichtung einbauen. Und deswegen war der Schaffner bis zuletzt hier hinten drin. Fuhr, glaube ich, bis in die 70er so in Wien und ist natürlich wirklich ein klasse Teil. Sieht auch wirklich schick aus, finde ich. Aber entspricht natürlich nicht mehr den heutigen Standards. So, dann würde ich sagen, jetzt wäre ja eigentlich das Aufrüsten dran. Das dachte ich mir, erspare ich uns heute einfach mal. Denn das ist eine sehr aufwendige Sache. Man hat zwei Optionen dazu. Man kann entweder die Taste 1 drücken. Wir können auch mal in den Beiwagen noch gehen. Da muss man nämlich, ja. Also man kann entweder die Taste 1 drücken, um das Ganze aufzurüsten. Das geht dann tipptopp 1A ziemlich schnell. Da hat man dann keine Arbeit. Oder man macht es etwas aufwendiger und macht das alles manuell. Dann ist das aber auch wirklich aufwendig. Da muss man hier zum Beispiel hier hinten dieses Kästchen öffnen, um die Batterie einzuschalten. Man muss hier vorne den Umformer bedienen und hat dann hier auch noch eine ganze Menge Möglichkeiten. Zum Beispiel hier den Stromabnehmer kann man hochfahren an diesem Seil oder ja, was haben wir hier noch? Also ihr seht's, man wird hier geradezu erschlagen von Optionen. Wir können hier übrigens auch diese Sonnenbrände, dieses Sonnenrollo runter machen. Es ist eher eine Blende hier. Aber ob das so viel bringt, ich weiß es nicht. Naja, die Option ist auf jeden Fall vorhanden. Und wenn man dann mit dem ersten Wagen fertig ist, dann muss man das alles nochmal für den Beiwagen machen. Und wenn man noch einen weiteren Beiwagen hat, dann muss man hier nämlich diese Klappe öffnen hier vorne. Wenn man dann noch einen weiteren Beiwagen hat, dann muss man das auch noch machen. Das heißt, das ist eine ziemlich aufwendige Prozedur. Das dachte ich mir, erspare ich uns einfach mal. Und ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Können wir hier nochmal vorne öffnen. Moment, so. Und können jetzt hier nochmal die letzten Fahrgäste einsteigen lassen, falls hier noch jemand einsteigen will. Und dann würde ich sagen, machen wir uns gleich ein bisschen mit Verfrühung auf den Weg, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns Verspätung holen werden. Und ich denke, das wird uns auch niemand übel nehmen, wenn wir dann ein bisschen früher abfahren. Denn natürlich ist die Bahn nicht so schnell. Das ist noch richtig Handarbeit, ganz kurz damit zu fahren. Ganz kurz noch, natürlich gibt es in der Realität dann auch noch hier Zielbeschilderung. Zum Beispiel hier vorne das Ziel und hier in den runden Kästen ist dann, glaube ich, die Linie angezeigt. Das ließ sich jetzt leider für die Map Rota nicht einrichten, also dafür gibt es das einfach nicht. Aber ich lasse euch mal abstimmen. Vielleicht wollt ihr ja, dass ich auch nochmal auf der Map Eberlinsee und Schönau oder Schönau-Eberlinsee, ich glaube, da war es, fahre. Dafür gibt es nämlich, glaube ich, nochmal ein Repaint und auch die entsprechende Beschilderung. Und da kann man dann voll durchstarten mit den entsprechenden Zielschildern. Gut, aber die Fahrgäste steigen soweit ein, deswegen würde ich sagen,
let the show begin. Wir fahren los. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Naja, sieht gut aus. Dann würde ich sagen, Hebel in Position bringen. Handbremse ist gelöst. Die musste ich mal anziehen, weil wir hier ein bisschen rollen. Und dann fahren wir los. So. Liebe Leute, das ist... Also, ihr seht schon, wir haben hier Handbremse, eine extra Handbremse. Die werde ich immer mal an den Haltestellen anziehen, denn wir fahren jetzt so eigentlich die ganze Strecke lang bergab. Ich hatte halt so ein bisschen die Qual der Wahl. Entweder man fährt auf der Linie 1 bergauf, dann dauert das sehr, sehr lang, bis man ankommt. Oder man fährt halt bergab, dann rollen die an den Haltestellen. Aber wir haben auf jeden Fall viel zu tun, das möchte ich damit sagen. Und natürlich habe ich auch wieder eine ganze Menge witziger, netter Stories im Gepäck. Und vielleicht auch die eine oder andere Ankündigung. Aber gut, dazu sicherlich später mehr. So, hier kommt niemand. Dann fahren wir mal weiter. Und da vorne ist ein Signal. Wir müssen mal gucken, ob wir da fahren dürfen. Nee. Oh, 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 oh. So, da steht das Ding. So, jetzt dürfen wir natürlich weiterfahren. Dann geht das weiter. Heutzutage kennt man das ja, dass man hier nur noch so links so ein Schalter hat, so ein Fahrt, ja, fast so ein Knüppel, da gibt es ja auch einen Fachausdruck für, ne? So ein Schalter, womit man einfach vor und zurück, womit man Gas geben kann und dann bremsen kann. Früher gab es aber fast in jeder Bahn diese Kurbeln und das ist noch gar nicht so lange her. Also, was wir hier jetzt auch sehen. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass ich auch damit gefahren bin. Also, dass die noch im Einsatz waren. So. Einmal einsteigen, bitte. Wundern Sie sich nicht, dass wir heute ein bisschen nostalgisch unterwegs sind. Die neuen Bahnen sind aus. Die sind kaputt. Müssen wir mal wieder auf die Reserve zugreifen. So. Gut. Können wir losfahren? Dann machen wir einmal hier die Bremse los und dann geht's weiter. Dürfen wir fahren? Ja. Okay. Auf geht's. Nächster Halt ist dann Stadtwerke. Man muss hier auch gucken, dass man zum einen nicht zu schnell Gas gibt. Das bringt nämlich gar nichts. Da muss man immer die richtige Stufe treffen hier. Die richtige Fahrstufe sozusagen. Und auf der anderen Seite darf man nicht zu abrupt abbremsen, sonst kann es nämlich passieren, dass wir den Überstromschalter bedienen müssen. Also ihr seht, ich habe schon ein bisschen geübt vor der Folge, um dann wieder weiterfahren zu können. Vermutlich, weil dann da irgendeine Sicherung rausknallt oder so. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckt. Aber das ist wirklich klasse, dass das hier alles simuliert wird. Ich meine, ich zeige ja sowieso bei OMSI, zeige ich nicht mehr so viel. Und wenn ich da mal was zeige, dann wirklich nur noch das, was mir auch selbst gefällt. Und das ist mal wieder so eine Sache... Das macht einfach Spaß, damit unterwegs zu sein. So, gut. Und steigen Sie mal ein, liebe Leute. Ah, wir rollen noch. Steigen Sie doch noch nicht ein. So, jetzt. Okay. Oh, oh, oh. Wir müssen mal kurz noch mal gucken. Ah, jetzt. Okay. Irgendwie eine Tür hat er, glaube ich, noch blockiert. Vielleicht war noch eine offen oder so. Ich weiß es nicht. Gut, aber ich glaube, jetzt können wir weiterfahren. Dann würde ich doch sagen, los geht das. So, und jetzt wird das da vorne auch. Ich glaube, das ist so eine Art Vorsignal, was wir gerade passiert haben, ne? Die Map Rota ist natürlich schon schön. Ganz passt die Bahn nicht hier drauf. Das sage ich vorab, bevor es mir in die Kommentare schreibt. Denn wenn man sich das Fahrprofil anguckt, ich glaube, man sieht es hier ganz gut, dann ist das natürlich viel zu breit hier für die Schienen. Aber... Ich fand, die Map ist ja relativ idyllisch und ich dachte mir, wenn diese Bahn nicht da drauf passt, welche Bahn dann? Deswegen wollte ich einfach mal damit eine Runde drehen. Und eine kleine Anekdote noch, ich bin heute Morgen, hatte ich den unnötigsten Termin EU West in der Uni. Gut, da bin ich halt hingefahren, haben wir da schnell gemacht, dann bin ich wieder zurückgefahren und auf dem Rückweg hat mich tatsächlich mal wieder ein Busfahrer erkannt, was ganz witzig war. Und der hat halt gesagt, also als ich da eingestiegen bin, oh, hallo. Und da dachte ich mir, ja, vielleicht begrüßt er jeden so nett. Gibt ja auch nette Busfahrer. Und dann habe ich etwas verwirrt zurückgegrüßt, habe mich dann hingesetzt. Und später kam dann halt raus, dass der mich von YouTube kannte, beziehungsweise die Videos kannte, was ich wirklich ja, sehr sympathisch fand. Und da haben wir noch ein bisschen drüber geredet. Und da hat er mir erzählt, dass unter anderem die Videos von meinem Kollegen
Florian Kahle und mir ihn dazu gebracht haben, jetzt Busfahrer zu werden. Und da war dann auch noch der Ausbilder oder Einweiser für die Linie, ich weiß nicht genau, was seine Funktion war, dabei. Und da haben wir uns dann noch ein bisschen nett unterhalten. War auf jeden Fall sehr sympathisch, sehr nett und war auf jeden Fall irgendwie klasse. Ja, ist ja auch nett, da mal zu sehen, welche Früchte er sozusagen trägt, beziehungsweise wer da so alles reinschaut. So, würde ich sagen, lösen wir die Bremse hier wieder. Und dann geht das los. Ich lasse euch da auf jeden Fall mal abstimmen. Ah. Jesus Maria, warum ist er denn jetzt hier wieder... Oh, kann ich nur noch um Stunden halten, handeln. Ich meine, noch sind wir noch ganz gut in der Zeit hier. Aber es könnte sich jeden Moment ändern. Ich habe auch den Sky-Mod mal wieder reingeschmissen, weil ich mir dachte, die Standard-Omsi-Himmel, die sind so hässlich. Das sieht so unnatürlich auch aus. Das muss... Der Sky-Mod muss es da regeln. So. Fahren wir schon mal drauf zu, vielleicht. Eine ewig lange Geschichte. Da steht man und steht man und steht man. So fährt man sich natürlich... Ah, jetzt wollen wir, glaube ich, auch hier... Ja, jetzt. Auf geht's. So. Da läuft die Luzi wieder. Muss natürlich hier wieder nachgeladen werden. Die typischen Omsi-Nachlader. Ich hoffe, der fährt uns nicht rein. Spiegel haben wir, glaube ich, gar keine. Oder? Ne, Spiegel haben wir gar keine. Und auch, ich habe euch oben mal dieses rote Fenster eingeblendet, weil ich mir dachte, das ist dann vielleicht ein bisschen besser nachzuvollziehen, wie schnell wir fahren, welche Haltestellen wir haben und so. Sonst ist es nämlich relativ kompliziert. Da muss man hier immer auf den Plan gucken und auf den Wecker gucken, um die Verspätung einschätzen zu können. Das war alles noch ein bisschen anders geregelt, ne? Da gab es noch keine digitalen Anzeigen dazu, im Ibis oder im Drucker oder so. Und ja, die Geschwindigkeit sieht man ja auch nicht so gut. Die Batteriespannung sieht man, aber gut, die hilft uns jetzt, glaube ich, nicht so weiter. Ist auch wichtig, die zu checken, bevor man losfährt beim Aufrüsten. Steht aber auch alles im Handbuch beschrieben. So. Gut. 30 dürfen wir hier fahren. Wenn es gleich für uns die Durchfahrt gibt. Ja, in Zukunft wird auch wieder ein bisschen mehr Omsi geben. Ich meine, das habe ich jetzt schon öfter gesagt, aber ich habe jetzt wirklich einiges auf dem Computer geladen, was euch sicherlich auch interessieren wird. Ich muss mal schauen, wann ich das zeige und wie ich das zeige und so, aber ich denke, so in den nächsten Tagen und Wochen wird es da immer mal was zu sehen geben. Wir werden einen kleinen Trip nach England wagen, wir werden nach NRW fahren und vielleicht kommen auch noch ein paar andere coole Modifikationen raus. Also da wird es einiges geben und ganz wichtig für diese Map hier, ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, ob diese Map jemals erscheinen wird, das weiß ich selbst nicht so ganz, weil sie da schon so lange in Entwicklung ist. Dann hat mir der Modder angeschrieben und gesagt, Ansgar, natürlich kommt die Map. Ja? Natürlich kommt die Map raus. Nur wann ist halt noch nicht so ganz bekannt. Das werden die Entwickler oder die Modder sicherlich noch auf ihrer Facebook-Seite bekannt geben. Aber vielleicht dauert das ja gar nicht mehr so lang. Und wenn diese Map hier rauskommt, da werden sich, glaube ich, einige Leute freuen, weil schön ist sie auf jeden Fall. Das ist ja unbestritten. So. Hier müssen wir uns jetzt an die 30 halten. Ich habe allerdings eigentlich keine Sorge, dass wir das Limit damit überschreiten. Wir fahren jetzt, glaube ich, in die Fußgängerzone rein, wenn ich mich recht erinnere. Zur Offenbacher Allee. Ne, da waren wir gerade. Oder? Theaterplatz. Oh. Moment. Ich muss die... Die Tür ist noch offen. So. Habe ich doch glatt vergessen, die Tür zu schließen. Man bekommt das hier auch angezeigt. Heutzutage würde sich da alles sperren und alles klingeln und so. Absolutes Chaos im Cockpit und dann müsste man erstmal die Tür da zu machen. Da könnte man gar nicht losfahren. Aber hier ist das noch möglich. So, an Sommertagen fahre ich auch natürlich mit offenen Türen. Für die Durchlüftung. Muss man sich gut festhalten. Okay. Ach, dazu fällt mir nochmal eine witzige Geschichte ein, aber erstmal mache ich mal hier. So.
Machen wir sie wieder auf. Ich glaube, das war nämlich mal in einem Bus. Das war in so einem alten Setra. Das war ein Linienbus. Ah, der macht nochmal auf, super. Da war nämlich die hintere Tür geöffnet. Und dann ist er damit durch die Stadt gefahren. Der Fahrer hat es nicht gemerkt. Wie man es nicht merken kann, ich weiß es nicht. Offensichtlich gab es da erstens keine Schaltung und zweitens hat er sich offensichtlich auch nicht so sehr dafür interessiert. Und ja, dann sind wir halt mit einer offenen Tür gefahren. Und meine kleine Schwester und ich, wir saßen direkt hinter dieser offenen Tür. Und ich war dann auch noch ein bisschen jünger und habe dann natürlich gesagt, halt dich fest und so. Weil das war wirklich eine aufregende Fahrt. Man konnte nicht an dieser Tür vorbei zu dem Fahrer gehen oder auch nicht schreien oder so, weil es zu laut war. Und man konnte nicht vorbeigehen, weil, da haben wir es jetzt gerade das Phänomen gehabt, dadurch, dass ich die Tür gerade geöffnet habe, beziehungsweise geschlossen habe, konnten wir nicht losfahren, da musste ich kurz den Überstromschalter, bedienen. Aber genau, ich konnte damals nicht an der Tür vorbeigehen, um dem Fahrer irgendwie Bescheid zu sagen, weil man dann einfach rausgefallen wäre. Das war so ein Hochflurbus, da wäre man dann einfach so, ja, das wäre, glaube ich, nicht gut ausgegangen. Schreien konnte man auch nicht, weil es zu laut war. Warum dieser Fahrer das nicht gemerkt hat, ich weiß es nicht. Ich meine, das war auch ein längerer Bus und so. Aber ja, muss man uns gut festhalten und gucken, dass wir nicht rausfallen. Das ist irgendwie absurd, die Vorstellung, aber es ist tatsächlich so passiert. Und ich meine, es gab ja schon alle möglichen Sicherheitstechniken da, so alt bin ich ja nicht. Aber gut. Ah, 30 waren hier erlaubt, ne? So, nächste Haltestelle ist das Rennsteigtor. So ein bisschen nostalgisches Feeling gibt's ja, ich weiß gar nicht, wo in Deutschland fahren noch im Regelbetrieb etwas ältere Bahnen. Ich selbst habe das in Bochum gesehen, da gibt's ja diese, ich glaube, M-Wagen oder so. Die sind ja auch schon älteres Semester, das ist auch ein bisschen lustig damit zu fahren. Aber die sind auch schon wesentlich neuer als diese Bahn hier. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht im Osten noch irgendwo Straßenbahnen gibt, die etwas älter sind, aber ich glaube, mittlerweile werden die alle so ausgetauscht, ne? Auf der einen Seite ist es schade, weil das natürlich schon irgendwie ein Erlebnis ist, damit zu fahren. Ich gucke jetzt lieber einmal mehr, ob die Türen zu sind, als einmal zu wenig. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, wenn man täglich damit fahren muss, weil ich glaube, die sind auch sehr fehleranfällig. Wobei einige auch sagen, die haben wesentlich weniger Fehler als die neueren Bahnen, wegen der ganzen Elektrik und so. Elektronik und mit dem ganzen Schnickschnack, Klimaanlage und so weiter und so fort, was die neuen Bahnen halt alles so haben. Och, kommt einer hier in der Tatra vorbeigefahren. So, dann rollen wir mal hier ganz geschmeidig aufs Signal zu. Bis wir dann gleich fahren dürfen, hoffentlich. Ist wirklich ein Erlebnis. Wenn euch die Folge gefällt, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare zu der Bahn. Ich denke nämlich, der ein oder andere von euch wird da noch mehr Infos haben und noch gute Erinnerungen. Wenn ihr die übrigens installieren wollt, dann reicht es nicht einfach, die Dateien rüberzuziehen, sondern ihr müsst auch noch die Controls ändern. Ist auch alles in dem Handbuch beschrieben. Das müsst ihr euch aber auf jeden Fall durchlesen, weil ihr sonst nicht die Handbremse bedienen könnt und dementsprechend auch nicht losfahren könnt. So. Jetzt können wir, glaube ich, wieder ein bisschen Gas geben. Und dann werden wir jetzt gleich auch schon auf den Hauptbahnhof zusteuern, denn wir haben jetzt noch zwei Haltestellen, die wir abfahren werden. Die nächste ist die Stadtbücherei. Und wir haben Haltewunsch. Den wollen wir natürlich bedienen. Ich hoffe, ich fahre das Gefährt einigermaßen korrekt, aber ich glaube, da kann man auch viele Fehler machen. Aber es erinnert mich echt an die Bahnen, die in der Stadt gefahren sind, in der ich zur Schule gegangen bin, die da auch recht lange noch gefahren sind. Die hat nämlich auch die haben ähnliche Geräusche gemacht und die hatten auch so eine Kurbel. Okay, da hat sich Omsi kurz aufgehängt, aber ich würde sagen, wir lassen die Fahrgäste raus und lassen die neuen Fahrgäste einsteigen.
Oh, ich glaube, da habe ich irgendeinen Fehler gemacht. So, jetzt. Da wird einem hier immer der Warnton, der erscheint dann direkt. Ihr habt ihn gerade gehört. Hinten steigen die übrigens auch ein. Also die steigen nicht nur vorne ein, bevorzugt offensichtlich vorne. Aber ihr seht hier, hinten haben auch ein paar Fahrgäste Platz genommen. Ja, was ich sagen wollte, tatsächlich, früher fuhren die alle mit so einer Kurbel. Und das war dann auch immer so ein Geratter, gerade wenn man dann vorne saß. Das war immer klasse irgendwie. Ein nostalgisches Feeling. Kommt hier gerade wieder so ein bisschen auf. Ah, gut. Wie auch immer, also mittlerweile wurden die alle ausgetauscht und so. Ich weiß nicht, ob in Deutschland noch irgendwo Bahnen mit solchen Kurbeln unterwegs sind. Aber ich glaube, meistens haben die jetzt auch diesen Hebel, womit man das ganz bequem machen kann. Und die neuesten haben ja sogar so einen Drehstuhl, mit dem man sich dann relativ flexibel bewegen kann. Und haben den direkt an dem Drehstuhl, sodass man auch krumm und schief sozusagen die Bahn steuern kann. Also, dass der Hebel an dem Sitz befestigt ist. Auch nicht schlecht. Sehr komfortabel für den Fahrer. Kann er noch, während er Tickets verkauft, guten Gewissens hier Gas geben. Muss er sich halt ein bisschen konzentrieren. So, die Verspätung habe ich jetzt auch so eingestellt, wie sie eben war. Jetzt haben wir natürlich schon ordentlich Verspätung drauf bekommen. Ja, bei der Stadtbücherei. Aber ich hoffe, das wird sich dann nochmal auflösen. Schon sehr, sehr schön hier. Ah, ich glaube, jetzt gleich ist es soweit. So, auf geht's. So. Ja, dann steuern wir jetzt auf den... was ist das für eine Haltestelle? Ich weiß gerade nicht. Also, die vorletzte Haltestelle jetzt zu. Und dafür haben wir jetzt auch eine eigene Straßenbahntrasse. In der Fußgängerzone muss man ja also immer so ein bisschen mit Bedacht fahren. Hier müssen wir nur gucken, dass wir hier rechts nicht geblitzt werden. Aber ich glaube, 50 darf man hier, oder? Wird nicht drauf geachtet. Und hier wendet auch keiner. Übrigens, solche Bahnübergänge, wie wir den gerade gesehen haben, die sind ja in der Realität unglaublich, unglaubliche Magnete für Unfälle, ne? Also, bei sowas passiert fast täglich ein Unfall. In Düsseldorf gibt es ein paar Straßen davon, deswegen weiß ich das. Aber ich bin mir sicher, auch in anderen Städten gibt es das. Und dann biegen Autos ab, gucken dabei nicht, wenn sie abbiegen. Und zack, ist die Bahn im Auto. Großes Geschrei, großes Drama, Verspätung, dies und jenes. Und Feuerwehr muss kommen, Polizei. Und das alles hätte man sich sparen können, indem man einmal kurz geguckt hätte. So. Gut, die schließen schon alle wieder. Dann würde ich doch sagen, lösen wir die Bremse und nutzen die Grünphase hier. Na? Moment. Na? Moment. Ich bin losgefahren, während ich noch... Ah. Na super. Klassiker. Ja, dann kann ich jetzt auch nochmal die Bremse hier reinmachen. Aber sonst rollen wir jetzt hier ganz geschmeidig auf die Kreuzung raus. So. Ich habe mir ja auch, als ich in Dortmund war, habe ich mir so eine Bahn mal von oben angeschaut. Und das fand ich auch sehr, sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen sah man dann auch ganz gut, wie diese... Ich glaube, der Patch-Changer hat jetzt gerade beim Neustart nicht funktioniert. Deswegen wird die Oberleitung nicht ganz korrekt erkannt. Aber da sieht man auch, wie diese... Oberleitung, dieser Stromabnehmer oben abgeschliffen ist. Das muss regelmäßig kontrolliert werden und passiert halt auch relativ ungleichmäßig. Das wird ja schon versucht, so ein bisschen zu korrigieren, indem man die Oberleitung nicht ganz gerade spannt, sondern immer so im Zickzack. Aber trotzdem sieht man das schon relativ gut, wo der Fahrdraht entlang ging und wo es dann ausgetauscht werden muss. Und wenn man sowas dann mal hochhebt, beziehungsweise wenn man sowas mal sieht, wenn man da direkt vorsteht, der Stromabnehmer, dann ist das schon relativ imposant. Also von unten sieht das irgendwie kleiner aus, als wenn man dann direkt nebenan steht. Aber sehr oft so. So, jetzt aber... Moment, in 3 Minuten sind wir soweit. Da haben wir die Bahn hier angefeuert. Ich war übrigens auch am vorletzten Wochenende war ich in Altenbeken. Da war so ein Treffen. Da gab es eine große Ausstellung. Da sind Dampfloks angefahren gekommen und andere historische Züge. Und da konnte man auch Dampfmaschinen sehen und so. War sehr nett. Sehr interessant, das auch alles mal zu sehen. Sieht man ja nicht tagtäglich.
Und was ich beim Schienenbus zum Beispiel ganz interessant fand, war, was man hier auch so ein bisschen sieht. Ich meine, wir können hier noch diese Absperrung reinmachen, aber ansonsten sind wir hier eigentlich auch so inmitten der Masse. Und das war beim Schienenbus auch so. Der Fahrer saß da wirklich fast direkt neben den Fahrgästen. Konnte dann auch die Tickets kontrollieren vermutlich, ne? Beim Einsteigen. Hier müssen wir nochmal kurz halten. Am Damengraben. Konnte dann die Tickets kontrollieren. Na Mensch. Der Lärm hier. Er konnte die Tickets kontrollieren und saß eigentlich inmitten der Masse. Fand ich ganz interessant. Ich meine, Schienenbus war vermutlich sowas wie S-Bahn oder so, ne? Fällt jetzt auch schon lange nicht mehr. Aber das ist ja hier auch so ein bisschen so. Und wenn man sich so die heutigen Bahnen anschaut oder auch die Züge, dann ist das so, dass man maximal noch so einen Verkaufsschlitz hat, um Tickets zu verkaufen. Aber sonst sind die Fahrer ja wirklich abgeriegelt. Im Bus ist es noch ein bisschen offener, aber bei den Straßenbahnen ist es ja wirklich top secret, was der Fahrer da macht. Das ist ja wirklich abgeriegelt, vermutlich auch, um die Sicherheit zu garantieren. Aber es ist doch sehr nett zu sehen, wie es früher mal war und wie direkt da der Kontakt war. So, dann fahren wir auf die Endhaltestelle zu. Das, ja, haben wir knackige 6 Minuten drauf bekommen. Ist okay, ist jetzt kein Drama, aber ist jetzt auch nicht rekordverdächtig. Im positiven Sinne. So. Einmal nochmal Blinker setzen. Und ja, 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 ring sich ab da hinten. Jetzt dürfen wir fahren. So, aber nicht zu schnell den Schienenbereich kreuzen. Denn ich glaube, wir dürfen auch nur ab da vorne dürfen wir nur noch 10 fahren. So. Meine Damen und Herren, wir sind am Hauptbahnhof angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat die Fahrt gefallen. Sorry für die Verspätung. Ich gehe jetzt erstmal eine Tipico-Sportwette hier vorne rechts machen. In meiner Pausenzeit. So. Gut. Da kriegen wir die Fahrplanauswertung. Und ziehen vielleicht nochmal die Bremse an. Und das können wir jetzt auch, wenn wir hier länger stehen, dann können wir es auch so regeln, dass wir hier direkt so, die komplett festziehen und dann den Gurt drum machen, dass sie sich nicht löst. Ist alles sehr mechanisch hier, ne? Fenster hätten wir natürlich auch öffnen können, das geht hier auch. Hier vermutlich auch, oder? Ja, oh. Hier ist hier auch. Ne, hier hinten glaube ich dann nicht mehr, ne? Aber ihr seht, es ist auf jeden Fall eine ganze Menge möglich. Ich finde diese Bahn wirklich, wirklich cool. Ich finde, die passt hervorragend auf die Map. Und es hat mir große Freude bereitet, mal wieder mit der Straßenbahn unterwegs gewesen zu sein. Wenn euch das Video ebenfalls gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr die nochmal sehen wollt auf einer anderen Map, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr noch so über historische Bahnen wisst. Gerade über diese Bahn. Wenn ihr aus Wien seid, ist es natürlich besonders interessant. Oder aus Österreich. Und wir werden uns sicherlich bald bei einer neuen OMSI-Folge sehen. Mal gucken, was uns da so erwarten wird. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!